Willkommen, liebe History Freaks. Eine der berühmtesten deutschen Geschichten des Spätmittelalters ist die vom Ritter Götz von Berlichingen, der nicht nur der Erfinder der Eisernen Hand war, sondern auch das Fluchen salonfähig machte. Arschloch, Himmel, Wichser, ja. Affenarsch, haben Sie recht. Blöde Lesbe. Ja. Im Jahr 1511 hatte es sich von Berlichingen nicht nur mit dem Bischof von Bamberg verscherzt, sondern direkt mit dem deutschen Kaiser. Dieser fackelt nicht lange und schickt seine Exekutionstruppen postwendend zur Burg Jagsthausen, wo von Berlichingen sich verschanzt hält. Raubritter Götz von Berlichingen, im Namen des Bischofs von Bamberg und des deutschen Kaisers, zeigt und ergebt euch! Tragt die Verantwortung für eure Missetaten und der Galgen bleibt euch erspart! Meine Missetaten! Der Bischof ließ meinen Knappen entführen und foltern, ohne Grund! Nachdem ihr mit 130 Reitern eine Gruppe von Kaufleuten überfallen habt, die unter dem Geleit des Bischofs standen, ergebt euch! Und der Bischof schenkt euch zumindest das Leben! Mich ergeben? Niemals! Sagt deinem Bischof! Er kann mich im Arsch lecken! Entschuldigt, aber heißt es nicht am Arsch lecken? Ich glaube, ihr habt die Präposition verwechselt. Was? Ihr habt gesagt im Arsch lecken, es heißt aber am Arsch lecken. Das ist mich doch egal. Mir doch egal. Was? Es heißt mir doch egal, nicht mich doch egal. Falsches Personalpronomen. Mann, verpiss dir endlich! Schon wieder? Es heißt natürlich, verpiss dich endlich, nicht verpiss dir endlich. Schieb dich deine Pronomen in die Arsch und seh zu, dass du Landgewinn tust, du dummer Potzau. Ui, 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 da müssen wir aber jetzt mal aufräumen. Zunächst, schieb dir deine Pronomen, nicht dich. Und dann in den Arsch, nicht in die Arsch. Schieb dir deine Pronomen in den Arsch. Dann weiter. Und sieh zu, dass du Land gewinnst. Imperativ, immer mit I. Seh zu, gibt es gar nicht. Genauso wenig wie Land gewinnen tust. Auch falsch. In erstes Moment habe ich gedacht, dem tut mir verarschen. Meine Eltern waren beide Lehrer. Deswegen gruselt mich bei sowas immer. Gruselt mir. Nee, gruselt mich. Es gruselt mir. Nee, warte mal, es. Mach mal eben aus, bitte. Also heißt es, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und dann der Zusatz, du dumme Pottsau. Denn die Sau ist natürlich weiblich. Also müssen wir das Adjektiv entsprechend deklinieren. Also, wie heißt alles zusammen richtig? Sekunde. Sagt deinem Bischof, er kann mich am Arsch lecken. Und jetzt verpiss dich endlich. Schieb dir deine Pronomen in den Arsch. Und sieh zu, dass du Land gewinnst, du dumme Pottsau! Fantastisch! Werde ich den Bischof genauso ausrichten. Also, einen schönen Tag noch. Fick dir. Na? Fick dich? So. Fick dich! Und so reiteten die Gesandten des Bischofs zurück zu Bamberg und taten dem Kaiser Bericht erstatten, tun. 1943 kam es im Dritten Reich zu dem, was später als das Wunder von Stalingrad bezeichnet wurde. Oder war das Bern? Nee, Längede. Egal, irgendwas mit Heino Ferch. Jedenfalls, nach Stalingrad war die Stimmung im Keller und Josef Goebbels musste mit allen Mitteln gegensteuern. Der kurzzeitige Konzentrationsverlust der glorreichen deutschen Wehrmacht bei Stalingrad sorgte für Mitgefühl auf der ganzen Welt. Der Duce in Rom zum Beispiel. Oh, was war bloß los mit der deutschen Armee in
Stalingrad. Hat er gekämpft wie Flasche leer. Hat er nicht gegessen genug Pizza Pasta. Unter großes Erstaunen auch bei den japanischen Verbündeten, dem Kaiser Hirohito. Oh, deutsche Armee hat die gut gekämpft, Herr Stalingrad. Muss er essen, gute Leis. Und wie Pizza? Leis. Pizza, Leis. Pizza, Leis. Pizza, Leis. Pizza, Leis. Pizza, Leis. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Seien wir ehrlich, traditionell ist Geschichte doch eher was für Männer. Viel Alphatiergehabe, sexuelle Nötigung, das starrsinnige Beharren auf hohe Posten bar jeder Qualifikation. Also all das, was die moderne Frau sich mittlerweile als Grundrecht erkämpft hat, war damals für das zarte Geschlecht unerreichbar. So auch auf hoher See. Es sei denn, man verstand es, die patriarchale Gesellschaft geschickt zu unterwandern. Mr. Reed, sind die Männer alle... Mr. Reed, sind die Männer alle versammelt? Oi, oi, Captain Bonnie, die Männer sind versammelt. Gut. Männer, wir haben vor wenigen Minuten eine spanische Fregatte am Horizont gesichtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Mr. Reed und ich hier, wir hätten nicht übel Lust, sie zu entern. Ich sagte, lasst sie uns entern! Das wird sich ein Riesenspaß, Kapitän. Denen sagen wir jetzt mal so richtig die Meinung. Denen sagen wir die Meinung, denen reißen wir den Arsch bis nach Nassau auf und werfen ihre Kadaver den verdammten Haien zum Fraß vor. Gut, oder so. Natürlich. Heute wird gekämpft, selbst wenn es die Zeit im Monat ist, wo man bestimmte Männerprobleme hat. Ei! Seid ihr Männer oder Weiber? Ich sage, lasst sie uns fertig machen! Das ist nichts für dich, Köchin. Frauen haben beim Entern nichts zu suchen. Und wenn ich die Spanier nur ein bisschen töte? Nächster, du bleibst in der Küche, wo du als Frau hingehörst. Frauen auf Piratenschiffen. Hab's ja gleich gesagt. Hey, das sind meine neuen italienischen Stiefel. Na, warte, ey. Blöde Kuh! Also, wer kommt denn jetzt mit zum Klöppelkurs? Manche Kulturdenkmäler der Menschheit sind einzigartig, wie zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh, die chinesische Mauer oder die Müllverbrennungsanlage von Kuala Lumpur. Und auch diese Höhlenmalereien, die in der Nähe der französischen Kleinstadt Montignac gefunden wurden, waren eine Sensation, als man sie 1940 entdeckte. Genau genommen war das aber schon das zweite Mal, dass diese Zeichnungen für Aufregung sorgten. Halt deine verdammte Fresse! Natürlich, Herr Kinski. Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Ich wollte jetzt einfach nicht bis zum nächsten Elternsprechtag warten, um das mit Ihnen zu besprechen. Ja, worum geht's denn? Tja, als wir gestern aus der Pause gekommen sind, da haben wir das Klassenzimmer hier so vorgefunden. Oh. Ihr Sohn streitet auch gar nicht ab, dass er für die Schmierereien verantwortlich ist. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mit meinem Latein langsam am Ende. Wir kommen für den Schaden natürlich auch für Umf. Um ganz ehrlich zu sein, wir stoßen da im Moment auch als Eltern irgendwie an unsere Grenzen. Mhm. Wobei ich ja glaube, dass es sich dabei auch um eine Hochbegabung handeln könnte. Hochbegabung? Guck dir das doch mal an. Da braucht man es ja nicht wundern, wenn du diesen Quatsch auch noch förderst. Was da genau hintersteckt, das kann ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen. Fakt ist einfach, dass Ihr Sohn im Unterricht oft extrem unkonzentriert ist. Ja. Neulich hatten wir eine Doppelstunde gegenseitiges Lausen. Da hat er überhaupt nicht aufgepasst. Stattdessen irgendwas erfunden. Er nannte es dann ganz stolz das Rad. Und letzte Woche dann halt dieses Feuer. Feuer? Fragen Sie mich bitte nicht, wie er das gemacht hat oder was das überhaupt war. Aber plötzlich war da so ein helles, heißes Dings in der Höhle. Alles war voller Qualm.
Und zwei Mitschüler haben sich an diesem Dings ein richtig, richtig schlimmes Auer geholt. Und alles, was er anschließend dazu gesagt hat, war, die Menschheit wird es mir noch mal danken. Ich bin doch mal wahnsinnig mit dem Bengel. Das ist alles deine Schuld, weil du ihm keine Grenzen setzt. Ja, und was ist, wenn er recht hat und es ist am Ende nützlich? Ja, genau. Die Menschheit braucht ganz dringend noch hier... Feuer. Feuer. Nur weil du nach der Geburt wieder viel zu früh Beeren sammeln gegangen bist. Das fliegt uns jetzt alles um die Ohren. Ja, das sagt der Richtige. Du hast dich überhaupt nie um den Jungen gekümmert. Bitte? Ja, entweder warst du Mammutsjagd oder das Weibchen befruchtet. Das ist ja wohl... Das ist die absolute Höhe, Herr Donker. Bitte. Ich glaube, er wäre vielleicht am besten auf einer... Neandertaler-Schule aufgehoben, wo er dann die individuelle Förderung bekommt, die er braucht. Ich wusste es immer. Der Junge ist ein Versager. Ugg! Bitte sag sowas nicht. Tja, manchmal hilft es in so einem Fall einfach 10.000 Jahre zu warten. Viele Probleme verwandeln sich dann ganz von alleine in große Kunst. Klöster. Orte des Glaubens und der Bildung. Forschung und Wissenschaft fanden bis weit in die Neuzeit ausschließlich in Klöstern statt. Außerdem wurde dort alles erfunden, was sündig ist und Spaß macht. Vom Schießpulver und Champagner bis hin zu Steuerbetrug und Homosexualität. Nicht, dass ich dem was abgewinnen könnte, ich verabscheue Steuerbetrug. Eines der wichtigsten Benediktinerklöster ist das heute noch bestehende Kloster St. Josef in Marienheide im Schwarzwald. 1742 bekamen die Marienheider Mönche hohen Besuch. Papst Benedikt XIV. Schaute auf der Durchreise vorbei. Nicht verwandt oder verschwägert mit dem letzten Papst Benedikt. Der hatte einen anderen Nachnamen, nämlich der 16. Heiliger Vater. Hochverehrter Abt Claudius, wie viele Jahre ist es her? Und wie schön, die Gastfreundschaft eures Klosters genießen zu dürfen. Es ist uns eine Ehre. Darf ich euch zu einem kleinen Willkommenstrunk aus unserer Klosterbrauerei einladen? Bruder Tobias hat gerade frischen Maibock gebraut. Nein, nein, vielen Dank. Aber Bruder Tobias, Alkohol um diese Tageszeit... Der hat nur 6% Stammwürze. Es wäre uns eine große Ehre. Nun gut. Aber heiliger Vater... Lecker, oder? Der Herr blickt mit Freude auf den, der sich auf die Kunst versteht, Gerste und Hopfen. Was fällt euch ein? Ihr habt nicht geblockt! Kommt, Eure Heiligkeit. Wir möchten euch zeigen, welch Wunder unsere Klostergärtnerei für die heilige katholische Kirche vollbringt. Jesus hat auch getrunken. Wie war das? Er brach den Wein, der meines Blutes, Dingsbums sei, denn er wird für ewig sein gibt's das Wort überhaupt? Unter den Jungfrauen, bla bla, so. Also das Dire Straits 97:15. Genesis, glaube ich. Oder weiß ich nicht mehr. Und nun etwas Musik. Berlin 1945. Ach, da unten steht's ja auch. Die Nazis schmeißen auf den letzten Kriegsmetern im größten Partybunker unter der Szenehauptstadt einen fetten Endzeit-Rave. Mittendrin Emo Adi und sein Hipster-Girl Eve, die ihre legendären letzten Flitterminuten feiern, um danach einen extrem lässigen Abgang hinzulegen. Cool. Endlich heiße ich Eva Hitler. Ich finde, das müssen wir feiern, bevor wir uns erschießen. Oder sollen wir ausgehen? Vielleicht ins Kino. Dieser neue Charlie Chaplin-Film soll doch so lustig sein. Oder in ein schickes französisches Restaurant. Was meinst du? Ja. Mein
mein Führer. Die Russen stehen an der Kliniker Brücke. Flucht wäre noch möglich. Nein! Meine Frau und ich ziehen es vor, ehrenvoll zu sterben. Sag mal, kann es sein, dass du mir überhaupt nicht zuhörst? Eva, der Russe kommt. Gehen wir. Du, ich hasse es, wenn du mir nicht zuhörst. Manchmal denke ich, das ist nicht mehr der Mann, den ich damals geheiratet habe. Das war vor einer Viertelstunde. Ja, aber da warst du noch ganz anders. So sensibel und zärtlich. Ist dir mal der Gedanke gekommen, dass du dich auch ein Stück weit in die Arbeit flüchtest? Ich meine, das Leben zu genießen, das muss man auch erst mal lernen. Du musst lernen, dass jetzt Feierabend ist. Komm endlich. Okay. Wir können ja auch hier Spaß haben. Wie wär's mit Charade? Wir könnten Göring, Goebbels und Himmler fragen, ob sie mitspielen. Es wird bestimmt ein großer Spaß und... Das hast du jetzt nur gemacht, damit du mit mir nichts unternehmen musst, Blödmann. Immer machen wir, was du willst. Gut, es war jetzt vielleicht nicht die perfekte Ehe. Aber ich war dem Adi in den 17 Minuten, in denen wir verheiratet waren, immer treu. Also fast immer. Da war dieser eine nette Soldat. Und dann noch der hübsche Funker. Und sein Kollege. Aber das war rein körperlich. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich hätte sie erst erschießen sollen. Und dann heiraten. Aber hey, was geht eigentlich in Marienheide? Schaut, da draußen, diese Wunderpflanze hat Bruder Ignatius von einer seiner Reisen durch den Orient mitgebracht. Die getrockneten Blätter erzeugen eine beruhigende Wirkung. Probiert. Ausgeschlossen, Papst Benedikt darf niemals. Heiliger Vater, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ja, vielleicht machen wir mal eine Ausnahme. Und diese Pflanze kann noch viel, 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 viel mehr. Aus dem getrockneten Harz hat Bruder Ignatius diese leckeren Kekse gebacken. Bitte, kostet doch einmal. Die wirken aber erst in einer halben Stunde. Komm, setzen wir unseren Rundgang fort. Komm. Wir haben noch so viel zu zeigen. Was ist rund und schmeckt nach nichts? Die Oblaten. Was ist rund und schmeckt nach nichts? Die Oblaten. Also eins muss ich sagen. Wenn er besoffen ist, dann ist der Papst voll in Ordnung. Die Jahre 1584 bis 1592 sind für die Shakespeare-Forschung ein schwarzes Loch. Allerdings laut Astrophysiker-Legende Stephen Hawking keins, das unserer Milchstraße in irgendeiner Art gefährlich werden könnte. Ein Glück, denn hier ist wieder Shakespeare, The Lost Years. Was genau der geniale Barde in diesen 8 Jahren in London machte, ist für die Historiker immer noch ein Rätsel. Vieles spricht aber dafür, dass er sich in dieser Zeit einen Apfel kaufte. Yep. So, du feiner Pinkel. Jetzt lass mal brav dein Talersäckchen rüberwandern. Mein guter Mann, so möcht mich nun kurz dünken, ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern eures geizigen Geschicks zu mahnen oder euch anzuraten, sich zu wappnen gegen niederträchtige Enttäuschung, da ich da selbst des Silbers sichere Schwere zur Stunde nicht im Ränzeln spür. Hä? Ich sagte, so möcht mich nun kurz dünken, ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern eures geizigen Geschicks zu mahnen oder Schnauze. Euch anzuraten, sich zu wappnen gegen niederträchtige halt Enttäuschung, da ich da selbst des Silbers sichres halt. Wäre zur Stunde nicht im Ränzlein spür. Denn mein Schnauze. Oder nicht mein, das ist hier Schnauze! Die Schnauze! Sag
Willst du mich verarschen, Mann? Spaß dünkt erst hübsch, wenn er um sich nicht weiß. Mir schwant, es wäre eine derbe Posse. Denn Junker Schalk treibt hin und wieder prachtumrankte Blüten, wenn zwischen Akzident und Okzident sich eines prallen Vollmondsterzes nur noch der müde Greiner wehren kann. Wenn Kürze denn des Witzes Seele ist und stets auf nur die müde Albernheit des Witzes als Schleifstein wahrer Komikakrobaten im Saal der hehren Kunst Furore macht. Doch was der unbarmherzige Vogel zeigt, dem Menschen noch an Haar ausreißt, ersetzt er ihm letztendlich gnädig noch an Mutterwitz. Und auch der Bursche, schlau genug, den Narren zu überlisten und dies geschickt zu tun, erfordert einiges an Üben. Denn dieses ist ein Handwerk, so voll der Arbeit, leichtes Wachsen. Kunst. Ich bin William Shakespeare. Einfach eine coole Sau, dieser Shakespeare. Aber wo wir gerade bei coolen Säuen sind? Hey, what's up in der Kloster? Yo, Mama Marien Haider. Die Spanier haben diese Pflanze aus Südamerika mitgebracht. Ihre schmerzlindernde Wirkung wurde erst hier bei uns im Kloster von Bruder Lutz entdeckt. Beeindruckend. Und welch Segen für die Medizin. So ist es. Und am besten spült man das Ganze mit einem Becher unseres frisch gekelterten Primeurs in unser Schädelböden. Fantastisch! Ich hoffe, Sie konnten einen positiven Eindruck hinterlassen. Na sicher! Positiver geht gar nicht mehr. Das sehe ich anders. Und sobald wir zurück sind, werde ich eine offizielle Beschwerde einreichen. Können wir denn weiterhin mit finanzieller Unterstützung aus Rom rechnen? Nein. Es sei denn, ich bekomme noch eine Kostprobe eures berühmten Klosterchores zu hören. Heiliger Vater, ich dachte schon, ihr fragt nie. Alles lief blendend mit dem tausendjährigen Deutschen Reich. Bergab ging es von dem Moment an, als ich dieses Flittchen Eva Braun geheiratet habe. Ist doch wahr. Frauen und Enzig, das passt einfach nicht zusammen. Das senden Sie jetzt aber nicht. Weil das wirft ein vollkommen unliberales Bild auf mich. Na 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 na
champions, my friend. Should we do it again? Say hello, good morning. Here's the. Natürlich sollte er mich im Arsch lecken. Weil er vorher hineinkriechen sollte! Macht als Präposition also durchaus Sinn. Na dann, gutes Abend.